Mario, Glückwunsch zum Sieg. War sicherlich lang erwartet, wieder so ein Erfolgserlebnis. War es schwer heute? Ja, was heißt schwer? Ich denke, wir sind gut ins Spiel reingekommen, und aber von der ersten Minute an waren wir aggressiv und Zweikampfverhalten war sehr gut und ich denke, wir haben Oberachern heute keine Chance lassen. In der ersten Halbzeit wart ihr deutlich stärker, in der zweiten hat es aber irgendwie mit dem Spiel nach vorne wieder nicht geklappt. Was meinst du? Ja, ich würde sagen, wir in der ersten Halbzeit ziemlich hohes Tempo sind wir gegangen und ich denke, dass wir das 90 Minuten nicht durchhalten, war abzusehen. Aber wir haben zu null gespielt und das war das Wichtigste dann in der zweiten Halbzeit für uns und den Sieg nach Hause gebracht. Kannst du zu den Toren ein paar Worte sagen? Ja gut, 1-0 war ein Elfmeter. Ich denke mal, den muss man geben, war ein klares Foul. Und 2-0 war auch Standardsituation, ein schöner Freistoß und super Kopfball von Sascha Walder. Die Oberachern haben ja umgestellt, recht frühzeitig. Ist es zu spüren gewesen? Ja, man hat gemerkt, dass sie auf jeden Fall offensiver spielen wollen, aber ich denke, wir haben das sehr gut verteidigt und haben es ja gar nicht dazu kommen lassen, um Torschancen rauszuspielen. Ihr habt ja nach dem letzten Spiel, das ihr verloren habt und in dem ihr eine schwache erste Halbzeit und eine starke zweite Halbzeit vorgehabt, von Anfang an ein paar Dinge zu ändern oder mit einer anderen Startelf zu spielen. Habt ihr das heute gemacht und wie ist es euch gelungen? Ja, wir haben eine kleine Änderung gerade in der Formation. Wir haben nur mit einem Sechser gespielt und dafür zwei Stürmer, sehr offensiv eigentlich. Aber ich denke, das haben wir sehr gut gespielt und waren die ganze Zeit präsent und haben sie gar nicht hinausspielen lassen. Mit hoher Bälle waren wir im ersten Ball und am zweiten Ball immer da. Ich habe dich heute in einem starken Spiel gesehen. Ärgert es dich heute, dass heute bei den vielen Chancen, an denen du beteiligt hast, dass es da nicht zum Tor gereicht hat? Nee, jetzt im Nachhinein nicht. Wenn wir jetzt nicht gewonnen hätten, würde ich mich darüber ärgern. Aber so haben wir 2-0 gewonnen. Und ich denke, eins hätte ich noch machen können, ja, aber ist jetzt im Nachhinein nicht so wichtig. Für euch geht es ja jetzt weiter, Sandhausen 2. Was wird das für ein Spiel und was werdet ihr noch im Endspurt noch vorlegen können und was werdet ihr aus diesem Spiel mitzunehmen versuchen? Ja, dass wir mit der gleichen Einstellung wie heute einfach reingehen und ich denke, gegen Sandhausen wird es ähnliches Spiel. Wenn wir aber so auftreten wie heute, denke ich, dass wir auf jeden Fall 3 Punkte holen und dann daheim gegen Hollerbach Saisonfinale machen wir das Ding klar. Also der Relegationsplatz ist euch zu nehmen. Was sagst du zum Meisterplatz? Jetzt warten wir mal ab, wie Ulm heute spielt. Und je noch ein bisschen schwieriges Restprogramm. Und ich denke, wenn wir unsere beiden Spiele voll gewinnen, steigen wir direkt auf. Mario, ich danke dir vielmals für das Interview. Danke.